Hallo meine liebe Waage und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Heute schauen wir uns die Energie an für den Neumond. Neumond ist am Freitag im Sternzeichen Widder. Was bringt dir der Neumond? Und wir schauen uns jetzt spezifisch das Thema Liebe an. Das Reading wird nur kurz, ist ein Quick Reading. Und wenn du Themen hast im beruflichen Bereich, habe ich auch noch ein Video dazu gemacht. Also nur so am Rande, wenn du wirklich Themen hast im Beruf, Karriere, dann würde ich es dir empfehlen, dass du es dir anschaust, weil es war wirklich gut. So, aber bitte beachtet, liebe Waage, das ist nur ein allgemeines Reading, also kann nicht für alle passen. Nimm wirklich nur das, was passt. Hauptthema für die liebe Waage, Neumond im Sternzeichen Widder. Was erwartet dich? Hauptthema bitte, Liebe. Ja. Oh, schön. Lass die Liebe dein Leuchtfeuer sein. Oh nein, das ist wirklich schön. Und vor allem, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber das sieht aus wie eine Erdbeere, eine Laterne, die eine Form von einer Erdbeere hat. Ja, ist süß. Schön. Also ganz stark öffne dich der Liebe. Ich glaube, die Liebe bringt dir auch extrem Kraft und Motivation. Vielleicht hast du jemanden kennengelernt oder du bist bereits mit jemandem zusammen, aber diese Person erfüllt dich. Es öffnet dein Herzchakra. Schön. Und wenn du noch Single bist, dann wird die nächste Person, die dir Liebe gibt, also extrem dein Chakra öffnen. Ganz schön. Schauen wir weiter noch mit den Romance-Karten. Liebe für die Waage. Neumond, Sternzeichen wieder bitte. Ja, nehmen wir diese auch noch. Retreat. It's time to disconnect from the world. Also, du musst wirklich, wenn du jemanden kennengelernt hast oder schon zusammen bist, genieße es. Kapsel dich ab von alten Lasten und genieße es wirklich. Tauch in dieses Gefühl ein. Und die Energie ist extrem gut. Zeig deine Liebe, zeig deine Gefühle, express your love. Mach den Schritt. Also du darfst, also es ist wirklich, es ist Leidenschaft da, liebe Waage, aber nicht nur auf eine körperliche Ebene, sondern auf eine emotionale Ebene. Schön. Also wirklich zeig, du darfst deine Liebe zeigen, du musst dich nicht verschließen. Und du musst auch daran arbeiten, es kann nicht perfekt sein. Also give your relationship a chance, work on your partnership. Also wirklich arbeite daran. Ich glaube, am Freitag und um den Freitag herum, die Neumondenergie, ist auch eine gute Zeit, vielleicht auch mal miteinander zu reden, an was man noch arbeiten muss. Und nicht nur Vorwürfe machen, sondern wirklich auch lösungsorientiert. Du darfst deine Gefühle zeigen. Playfulness. Ja, und genieße die Zeit mit dieser Person. Wer auch immer das ist, also ganz stark, wirklich nimm dir das Wochenende spezifisch Zeit für diese Person. Und genieße es, genieße das Gefühl, weil sie wird etwas in dir entfachen, eine Leidenschaft. Sehr schön. Schauen wir noch genauer rein mit den Tarotkarten, was die Neumondenergie für dich bereithält, liebe Waage. Waage, Neumondenergie, wieder. Ja, schön. Ja, sehr gut. Ja, du weißt, dir sind alle Möglichkeiten offen mit 7 der Kelche. Du siehst auch diese Möglichkeiten. Also wenn du mehrere Personen, kann auch sein, wenn du am Daten bist, dass mehrere Personen Interesse an dir haben. Aber versuch einen Überblick zu behalten. Also nicht, dass du den Wald von lauter Bäumen nicht siehst, aber du hast. Aber ich habe auch stark das Gefühl, dass diese Person auch in dir vieles sieht. Sie sieht extrem viel in dir. Kann auch sein, dass du viel in dieser Person siehst. The Chariot, der Wagen.
Ja, es geht voran. Vielleicht zieht ihr auch zusammen oder beschließt das. Geht zusammen in die Ferien oder bucht Ferien. Aber es geht voran, schnell. Kann auch sein, dass du es mit einem Krebs zu tun hast, muss aber nicht, liebe Waage. Und der Fool, ja, ein Schritt ins Ungewisse, du wagst es. Ist auch sehr gut, weil der Widder ist ja der Anfang, ist ja das erste Sternzeichen im Jahr. Und er symbolisiert auch immer einen Neuanfang, Tatendrang. Man wagt es, Wege zu gehen, die man vielleicht vorher nicht getraut hat zu gehen. Und das sehe ich hier. Du war also ja, sehr gute Energie. Ganz schön. Schauen wir mal noch weiter. Auf was musst du Acht geben, liebe Waage in der Liebe? Auf was musst du Acht geben? Oh ja, versuch deinen Zweifel, der dich auffrisst, loszulassen. Weil ich denke, du musst wirklich den Zweifel, also so alte Lasten hinter dir lassen und wirklich zum Neuen gehen. Also wenn du merkst, du bewegst dich da im Kreis, immer selben Themen etc., dann lass das hinter dir. Weil ganz wichtig, du musst darauf achten. Kann auch für dein Gegenüber sein. Also wirklich sprich darüber. Wenn immer das Gleiche kommt, wenn hier noch ein bisschen Misstrauen ist, Eifersucht, redet darüber. Und nicht vorwurfsvoll, sondern wirklich einfach konstruktiv. Schauen wir weiter. Und was ist euch nicht bewusst? Liebe Waage, in der Liebe. Ja. Ah, schön. Ganz schön. Stärke und König der Kelche. Also, ich glaube, es kann sein, dass du es auch mit einem Feuerzeichen zu tun hast oder Wasserzeichen, muss aber nicht. Es kann auch einfach die Energie sein. Aber du fasst dir ans Herz. Also, du hast die Kraft. Du musst keine Angst haben vor Herzschmerz, weil du bist stark genug. Du hast die Kraft, Selbstvertrauen und auch König der Kelche. Das kann wirklich. Entweder ist das eine Person, die dir wirklich zuhört. Sie hört dir zu und richtig zu. Sie hört dich. Auch wenn du nichts sagst, hört sie dich. Also es ist wirklich eine tiefe emotionale Verbindung da. Kann auch sein, dass du es bist, die gut zuhört, die diese Person wirklich spürt und weiß, was sie will oder wie sie wirklich ist. Und dein Gegenüber merkt das. Ist auch sehr eine intuitive Karte. Schön. Ganz gut, schauen wir noch hier mit diesen Karten rein. Waage, Neumond im Sternzeichen Widder, Liebe, bitte. Ja, schön. Ja, vielleicht wirklich eine Reise. Entweder ist es eine Seelenreise oder du gehst wirklich in die Ferien. Oder vielleicht ist diese Person auch im Ausland oder nicht so gleich um die Ecke. Aber du. Ja, du bist fest entschlossen. Also die Energie trifft dich extrem. Du bist entschlossen, das anzugehen, diese Reise anzutreten. Sei es eine emotionale Reise, geistige Reise oder eine körperliche, also dass du wirklich irgendwo hin musst. Nehmen wir noch eine. Ah, ja, schön. Diese nicht, nur diese zwei. So, Life Purpose. Lebensziel und Passion. Ja, diese Person entfacht etwas in dir. Kann auch sein, dass diese Person vielleicht gewisse Leidenschaft in dir entfacht. Das muss jetzt nicht unbedingt in der Liebe sein. Kann auch sein, dass vielleicht diese Person Fotograf ist und dass du durch diese Person die Leidenschaft wieder bekommst zum Fotografieren. Ist jetzt nur ein Beispiel. Aber diese Person hat eine starke Verbindung mit deinem Lebensziel. Sie entfacht etwas in dir. Sie erweckt etwas, was du vielleicht vergessen hast, dass das da ist. Oder gar nicht gewusst hast, dass das da ist. Was auch immer das ist. So, meine liebe Waage, ich hoffe, euch hat das kurze Reading gefallen. Für die Liebe, lasst doch ein Like da und abonniert meinen Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Bye.